Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Timberborn, meine lieben Freunde. Wir haben seit dem letzten Mal, falls ihr es verpasst habt, hier die große Sprengung vorgenommen und haben jetzt ein deutlich tieferes Becken, in das jetzt hier auch sehr viel Wasser einfließt, wie ihr jetzt hier gerade eben sehen könnt. Ja, wir lassen hier gerade eben eine Menge rein und ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Also ich sehe auch schon, dass es sehr viel länger dauert, das auch alles jetzt hier einzufüllen. Ey, ich sag's euch, das ist durchaus gar nicht so einfach. Gott, oh Gott, oh Gott, wie viel da Wasser reinfließen muss. Ihr seht, da fließt jetzt hier kontinuierlich von drei Seiten Wasser rein und wir haben es noch nicht mal geschafft, jetzt hier die ursprüngliche Marke jetzt hier zu erreichen. Ich glaube, wir brauchen inzwischen jetzt wirklich dann zwei Tage oder sowas, um das Ganze jetzt hier aufzufüllen. Das Gefühl macht sich zumindest jetzt hier in mir breit. Und vielleicht muss ich dann irgendwann mal hier diese Fronten nochmal vergrößern, damit ich einfach noch mehr Wasser gleichzeitig reinlaufen lassen kann. Aber während das hier sich das Ganze auffüllt, können wir ja nochmal einen Blick hier rüber wagen. Ihr seht, hier hat sich jetzt hier auch einiges jetzt hier wieder getan. Und wir können hier einiges jetzt hier auch wieder auseinandernehmen, was wir jetzt hier so nicht mehr brauchen. Ich gehe hier auf jeden Fall auf Nummer sicher und sorge dafür, dass hier nochmal die Irrigation Barriers sind. So, und ja, hier machen wir auch nochmal eine Erde hin. Wäre auch nochmal mein Vorschlag an der Stelle. So, das hier sogar mit einer sehr, sehr hohen Priorität. Dann werden wir hier natürlich wieder Wasser verteilen. Und dann weitersehen. Und ach, wisst ihr was? Man kann eigentlich das alles jetzt hier zu Erde machen. Ja, wir machen das hier alles zu Erde. Das wäre, denke ich, glaube ich, das Sinnvollste. So, zack, 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 zack. Dann hier rein und hier rein. Und schon haben sie wieder einiges zu tun, die kleinen Knilche hier. Einmal das und einmal das. Hier können wir das auch noch machen. Hier sollten wir das auch noch machen. Oh ja, wie sehr wir das hier machen sollten. Also, wir machen auch das jetzt hier nochmal weg. Ich bin jetzt ein Fan von dem Gedanken, auf jeden Fall das hier so zu gestalten. Wir passen jetzt hier diese Landschaft nochmal an. Und wenn wir das hier dann geschafft haben, können wir noch so verfahren. Ja, Terraforming ist jetzt unser Ding. Dann terraformen wir jetzt hier mal einiges zusammen. Hier sind wir noch am Anfang dessen, was ich hier terraforming technisch tun wollte. Oh, warte mal, ich realisiere gerade eben. Ach Gott, da kommt man ja gar nicht hoch. Egal. Dann kann man hier nochmal... Ne, hier muss erstmal noch eine Irrigation Barrier hin. Da muss auf jeden Fall noch eine Irrigation Barrier drauf. Wenn es dann soweit ist, dann machen wir noch dicht dahin, damit ich diesen Weg hier... Na, ich will ja hier diese Wege wiederherstellen. Damit wir hier sinnvollerweise geschlossene Bewegungsspielräume haben. Theoretisch könnte ich das auch noch hier noch so machen, aber was soll's. Oh Gott, wie viel Wasser haben wir jetzt eigentlich hier drin? Oh, inzwischen ist es ordentlich. Jawohl. Es ist ordentlich geworden. Ich schließe jetzt noch das da nochmal komplett ab. Und das da nochmal komplett. Und jetzt müssen wir halt nachher noch einen Weg jetzt hier wieder hier rüber planen, ne? So much fun. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich werde es dieses Mal einfach mal so probieren. Gott, geht das überhaupt? Ich glaube, das kriegen wir so nicht hin. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Oder warte mal, vielleicht kriegen wir es hin? Na, dann muss ich gar nicht so viel machen. Das wird jetzt so eine halbe Schätzung hier. Aber ich glaube, ich habe es richtig geschätzt hier. So, dann nochmal.
Das wird jetzt ein bisschen sparsamer dadurch. Und dann nochmal. Und ein letztes Mal. So, wie viel brauche ich dafür? Ja, das ist noch ein bisschen weit. Ja, so. Das wäre jetzt hier der neue Eingang. Den ich jetzt irgendwie hier runterbringen muss. Halt, muss ich gar nicht. Hier geht's ja rüber. Ah, wunderbar. Genau, dann hätten wir jetzt hier... Wow, guck mal, wie dunkel das ist. Das ist einfach nur schwarz. Jetzt fängt sie aber auch schon an überzulaufen. Ja, wir werden dann jetzt hier mal alles aufmachen an der Stelle. Auch hier. Damit uns das hier nicht mehr auf die Füße fällt. So, jetzt schließen wir das hier. Wir schließen das hier. Gut, 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 gut. Bis auch dieses Problem sich jetzt hier löst. Okay. Wir sind jetzt hier leicht überschwemmt. Alles gar kein Problem. Ich pausiere das jetzt hier. Wie tief seid ihr? Ach, nur 45 cm. Komm, pump weiter. Da, guck mal, jetzt haben wir hier schon... Oh, das sieht jetzt dann am Ende dann doch noch ein bisschen hübscher aus dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin sehr gespannt, wie wir das mit dieser Brücke jetzt hier gleich haben werden. So. Hier ist überschwemmt nichts mehr. Nee, jetzt ist nichts mehr überschwemmt. Ey, wir haben jetzt halt einfach epische 4 Meter Wasser. 4 Meter. Hier haben sie es auch schon inzwischen jetzt hier so weit gebracht. Naja, fast hier noch nicht ganz. Aber auch das hier wird noch positiv werden. Und wir können tatsächlich dadurch das jetzt hier alles abreißen. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Wir werden es am nächsten Tag sehen. Wenn sie wieder alle am Starte sind. Jetzt geht es ihnen auch allen wieder gut. Ja, stimmt ja. Hier war ja noch... Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Wir müssen hier irgendwie seitlich die Energie reinkriegen. Ja, wir werden sie schon irgendwie da reinkriegen. Die Frage ist nur, wie? Oder will ich die Energie da andersrum führen? Also das Sinnvollste in meinen Augen ist tatsächlich jetzt die Energie hier hochzukriegen irgendwie. Vielleicht kann ich sie auch hier hochkriegen. Ist vielleicht nicht mal die dümmste Idee. Ja, wir schließen das jetzt hier erstmal und dann holen wir es hier hoch und können es dann hier oben hin übertragen. Eventuell sogar hier entlang. Oh, 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 oh. Wichtige Aufmerksamkeit an der Stelle jetzt hier. Wir wollen das Faulwasser hier nicht drin haben. Okay, wir werden das Faulwasser hier auch nicht reinkriegen. Hier ist schon genügend am Ablaufen. Wie viel Energie machst du da drüben? Ja, genügend. Wir schließen das hier. Gehen hier auf den Meter, das passt. Wenn das jetzt hier nicht mehr reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also jetzt kommt wirklich der Moment, wo wir überprüfen, oh, wir haben eine 28 Tage Zeit. Das ist der ideale Zeitpunkt, um jetzt hier unser neues System zu prüfen. Bin saumäßig gespannt. Hier fehlt noch ein bisschen Erde. Aber natürlich sind sie auch an der Sache schon dran. Und jetzt machen sie endlich hier dieses Teil. Oh, guck mal, die kosten aber auch ordentlich Metall. Ehrlich gesagt frage ich mich, wo das ganze Metall da sein soll, aber okay. Sie liefern es auf jeden Fall.
Dauert noch ein bisschen, so wie mir scheint. Also wieder einmal kam der Feierabend dazwischen. Immer noch 196 Biberlein. 4 Zimmer haben wir noch offen. Also ich werde erstmal wirklich jetzt hier in der gesamten Breite den Wohnraum definieren. Und dann später das hier auch alles so ein bisschen überdachen. Also der Plan ist es, das nachher hier einigermaßen wie eine geschlossene Dachdecke aussehen zu lassen. Nee, das werden wir nicht hinbekommen. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nicht gehen. Es sei denn, ich mache das hier weg, dann braucht... Das braucht ja keiner mehr. Ich behaupte, das braucht keiner mehr. Zumindest fürs Erste nicht. Guck mal, weil das geht. Lassen wir sie mal machen. So, hier ist die nächste Brücke fertig. Sehr, sehr cool. Und dann werden wir das jetzt hier irgendwann nochmal anpassen, ne? Dass das hier nicht mehr... Und das hier müssen wir ja nur... Oh, es gibt wieder mal viel zu tun. Die Biber sind jetzt hier wieder alle aktiv. Und sammeln den ganzen Klabberadatsch ein. Wir können jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein paar Maniokwurzeln machen. Wie viele Maniokwurzeln haben wir eigentlich inzwischen auf Lager? Wir sind komplett voll, was Maniok angeht. Okay, also wir werden jetzt hier diese Manioks nicht mehr anbauen. Ich behaupte, hier machen wir ab jetzt Kohlrabis. Das hier sollen jetzt Kohlrabis werden. Sobald wir das jetzt hier einigermaßen alles hier hinbekommen, wie ich mir das wünsche. Ah, guck mal, genau, wir brauchen auf jeden Fall hier diese Engstelle. Wir brauchen sie dringend. So, jetzt müsst ihr noch das hier machen, das hat immer noch die höchste Priorität. Stimmt, hier müssen wir das ja auch noch machen. Lasst uns das hier auch mal angehen. Zip, zip. Und zip, zip. So. Es wird immer besser. Jetzt haben sie den hier schon hochgezogen. Jetzt brauchen wir als nächstes hier wieder nur noch das. Wir haben immer noch genügend, also wir haben auf jeden Fall genügend Metallblöcke für das Zeug, aber diese Brücken, diese Hängebrücken sind ja brutal teuer. Ey, ich sag's euch, das ist ja kriminell, wie teuer die sind. Kann ja mehr schwindelig werden, wenn man das hier sieht. Naja, da drüben haben wir auf jeden Fall demnächst wieder genügend Holz und alles. Und als nächstes muss dann noch das hier gemacht werden. Ich will ja hier immer noch diese geraden Wege haben. Mhm. Oh, sie haben jetzt hier die Erde. Cool. Da fehlen jetzt noch ein paar behandelte Bretter. Die haben wir eigentlich. Ja, egal. Wie weit sind wir hier? Da fehlen jetzt hier noch 10 Metall. Da sind sie. Oh, da ist die nächste Teilbrücke fertig. Ja, das hat langsam aber sicher schon Stil hier. Gefällt mir immer besser. Ja, jetzt bauen sie das da unten nochmal. Oh Gott, ich kann es gar nicht mehr anklicken. Ich finde es hier unten nicht mehr. Das ist so tief unten. So, der baut das jetzt noch fertig. Zack, die Buff. Und da ist wieder Feierabend für die Biber. Gott, hat der schon tief gebohrt. Bin beeindruckt. Das hier ist jetzt auch fertig. Fehlt nur noch der hier. Ich glaube tatsächlich, dass man das hier auch nicht mehr braucht. Behaupte ich jetzt mal kackendreist. Was ist das hier nochmal? Das sind immer noch Rapspflanzen. Ich behaupte, wir können jetzt hier den Raps hier auch anbauen.
Hier haben wir noch die Sojabohne. Die wir jetzt hier auch anbauen können. Ja, und das hier bleibt halt immer noch ein Problem. Weil da das Wasser einfach nicht hinkommt. Das werde ich aber auch wahrscheinlich kaum ändern können. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich es doch ändern. Vielleicht indem ich Wasser einfach von da kommen lasse. Hier gibt es ohnehin einiges, was ich jetzt hier noch umbauen kann, ne? Naja, aber ich muss das Wasser schon wirklich sehr weit in diese Richtung bewegen. Warte mal, wenn ich das jetzt hier wegmache und das und das und das und das und jetzt einfach sage, ich hätte hier ganz, ganz gerne noch normale Erde. Vielleicht sorgt das hier für einen gewissen Irrigation-Vorteil. Genau, wir korrigieren das jetzt hier auch noch ein bisschen zurecht. Brauchen wir das hier nicht mehr, das hier nicht mehr, das hier nicht mehr. Oh! Ja, wir müssen erstmal das jetzt hier hinbekommen. Ich sehe auf jeden Fall, dass das hier definitiv... Also die Verschmutzung geht schnell. Die Verschmutzung geht wirklich schnell. Oh, guck mal, wir sind jetzt inzwischen hier wieder drüben. Geilo. Also, das heißt, ich kann jetzt hier wieder alles aktivieren. Blub, blub. Unsere alte Insel ist wieder angeschlossen. Wir haben übrigens schon eine ganze Menge Wasser jetzt hier verbraucht. Einen ganzen Block. Den wir jetzt hier teilweise hier reingepumpt haben. Ich bin äußerst beeindruckt, wie viel Wasser wir verbrauchen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also ich glaube, wir werden jetzt immer so zwischen 196 und 193 Bibern schwanken, ist inzwischen übrigens so meine Schätzung. Von dem her, was ich sehen kann. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt das hier überhaupt alles noch ansteuern will. Ich meine, ich habe hier jetzt hier meine Wege. Ich könnte... Nee, ich... also. Das hier ist jetzt im Grunde eigentlich nur noch Nonsens. Nochmal kurz mal so geguckt, ne? Der hier ist übrigens der, der noch am ungünstigsten hier Kontakt hat. Deswegen müssen wir das jetzt halt auch noch wegspringen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Auch das hier könnte man de facto noch irgendwie zurechtsprengen. Da kommen wir natürlich wieder mal nicht hin. Hätte ich das doch bloß vorbereitet. Hätte ich es doch... Also wir werden jetzt diese Sprengung hier machen. Ne? Wir werden es machen. Moment, das hier nochmal weg. Das hier nochmal weg. Ich muss zuerst hier runterspringen. Damit das hier was wird. Okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier hinhaut. Wir machen wieder den da. Dass wir da wieder hochkommen. Und dann sehen wir mal weiter. Das hier wird auf jeden Fall alles jetzt so nach und nach abgebaut. Da haben sie sich noch gar nicht so wirklich darum gekümmert. Der Bauauftrag wird gestartet, sobald der vorherige abgeschlossen ist. Ach Gott, jetzt realisiere ich erst, was das bedeutet. Also die geben dann einfach eine Richtung vor. Ist das?
Ja, das ist es. Ey, das ist ja ziemlich bescheuert. Okay, ich verstehe nicht, warum es hier eine richtungsweisende... Also es macht schon Sinn. In manchen Situationen will man vielleicht erst in bestimmten Richtungen bauen. Aber das ist dann doch ein bisschen weird. Okay. Dann machen wir das jetzt halt einfach mal komplett anders. Das heißt also, wenn ich jetzt das hier so haben will, dann muss ich in diese Richtung so gehen und so. Wenn ich das hoffentlich richtig verstehe. Das ist auch schon relativ hoch. So, jetzt macht das hier mal schnell fertig, Freunde. Will, dass jetzt hier noch der Weg dann nachher so läuft. Und das hier kann dann so weg. Denke ich, dass das dann weg kann. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem nicht da drüben hin. Naja, mal gucken, wie ich das Wasser noch lenken kann, ne? So sehe ich das. Vielleicht kann ich das Wasser ja noch irgendwie lenken. Okay, jetzt sind sie hier am Start. Das ist auch nochmal ein Deich. Der kann jetzt weg. Und kann jetzt hier auch mit Erde gefüllt werden. Der sollte vielleicht sogar mit Priorität gemacht werden. Weil diesen Deich brauchen wir ja nicht mehr. Was wir allerdings brauchen, ist dann hier gleich wieder hier die Irrigation Barrier. Die können wir auch schon mal reinplanen. Ja, also ihr seht, das ist brutal, wie schnell wir das Wasser da reinpumpen. Oh, wir sind überflutet. Bitte stoppt mal, Freunde. Wir sind tatsächlich leicht überflutet. Naja, das wird sich, glaube ich, relativ schnell wieder hier in Wohlgefallen auflösen. Ich pausiere mal alle. Die meisten Wasserpumpen können ja noch arbeiten. Aber 6 cm sind schon nicht wenig. Wir werden auch deswegen jetzt nicht verhungern. Zum Glück geht auch nichts kaputt, nur weil es überschwemmt ist. Ich meine, das wäre ja noch schöner bei Bibern, ne? Man stellt sich das mal vor. Dass Sachen kaputt gehen, nur weil sie nass geworden sind. So, wunderbar. Dann kann jetzt hier noch der Deich weg. Und dann deichen wir noch das da. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob man das hier nicht vielleicht dann sogar... Ja, nee, den Kanal müssen wir dahin machen. Also ich muss auf jeden Fall das Wasser hier noch vorbeifließen lassen. Wir werden ja sehen, wie gut das dann am Ende klappt. Ich habe schon enormen Respekt vor dieser Wasserhöhe hier gerade eben. Ah, Sprengung bitte. Dann sprengen wir... Warte mal, wie hoch ist das? 1, 2... Ja, es ist die Dreierhöhe. Sprengt das mal zuerst, Freunde. Ja, why? Not. Ja, hier werden sie wieder nicht rankommen. Ach ja, ich hält. Es ist einfach immer das Gleiche. So. Dann kann ich hier noch die einzelnen Dinger hier hinmachen. Und ihr macht jetzt hier erstmal weiter. Das da drüben ist gerade eben wichtiger. Das ist wirklich ein Teil unserer Zukunft hier.
Man hat gerade eben schon gesehen, wie das Wasser ein bisschen allergisch reagiert auf solche Änderungen hier, ne? Das Wasser mag das gar nicht. So, okay, okay. Schafft ihr das? Was fehlt denn da noch? Eigentlich muss es nur noch gebaut werden. Okay, jetzt haben wir immerhin das System ja schon mal abgeschlossen. Das große Problem ist, das wird jetzt hier eventuell überschwappen. Da mache ich mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen deswegen. Okay, sie haben auf jeden Fall den Geländeblock jetzt hier schon mal hingebracht. Dann hat das Wasser immer noch mal ein bisschen... Okay, das Wasser verschwindet einfach. Das füllt sich gar nicht so sehr auf. Dann haben wir eventuell gar kein Problem hier. Ich mache jetzt hier schon mal die Dinger hier vorsichtshalber in die Planung rein. Das hier brauchen wir nicht mehr. Und da ist auch nochmal Deiche drunter, die wir auch noch füllen müssen. Okay. Eine Menge Feinarbeit hier. Aber bei weitem nicht so sehr, wie das hier Feinarbeit war. Oh, Halleluja. So, wie weit sind wir jetzt hier wieder? Wir sind rund auf 83. Das heißt, wir können das jetzt hier wieder starten. Mindestens zwei. Zwei reichen auch fürs Erste. Sechs Biber sind verletzt. Aber die sollten doch eigentlich genügend Platz haben, sich jetzt hier auszukurieren, oder? Ich habe doch, ja, ich hab mindestens sechs von diesen Dingern hier gebaut. Mehr, sieben. Ich hoffe, dass das reicht. Nicht werde ich ungemütlich. So, Moment, apropos ungemütlich. Wir wollen uns jetzt natürlich wieder um Dekoration... Ach Gott, das ist ja ein doppeltes Teil. Ja, das können wir zum Schluss irgendwann machen. Wird eine Kunst, da ranzukommen. Das System abzuschließen. So, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg, das, das, das und das. Und das und das. Das heißt, ich kann jetzt auch die Straße hier wieder begradigen. Gar nicht so lange her, dass wir das gemacht haben. Na, jetzt geht wieder alles in Ordnung. Dann machen wir nochmal die Maniokwurzeln da rein. Da sind sie. Wupp, wupp. Ah, guck mal. Und hier hat sich jetzt... Ich werde hier auch nochmal einiges ändern, wenn ich versuche, da drüben das Wasser noch irgendwie hinzuleiten. Deswegen werde ich jetzt hier noch keine Kohlrabis anbauen. Zumindest nicht sofort. So, jetzt sind wir hier soweit. Dann setzen wir dich noch da drauf. Und jetzt kann ich die alle jetzt hier zumachen. Hier müssen noch die Irrigation Barriers rein. Und ich sag schon mal, hört mal auf, hier Sachen anzubauen. Da werden wir auch noch was anpassen müssen. Aber ja, wir haben jetzt hier diese Insel ein bisschen vergrößert. Ich liebe es. Und als Nächstes werden wir uns dann hier um das hier kümmern. Ne? Beziehungsweise nein, wir werden erstmal das hier machen. Ich will jetzt definitiv dafür sorgen, dass das hier dann jetzt hier unser neues Kanälchen wird. So, wir machen das dahin. Dann darf das Wasser hier quasi einmal eine Kurve machen. Ihr seht, so ist der Plan. Wir müssen dann nur mal gucken, ne, wie weit wir das jetzt hier ausreizen können, ohne dass es hier zu Problemen kommt. Ja, jetzt sind es... Oh, wir sind schon fertig. Das ging schneller, als ich gucken konnte. Sogar viel schneller, als ich gucken konnte. Macht erstmal hier die Irrigation Barriers, die sind viel wichtiger als alles andere.
Weil die sind nämlich jetzt hier schon am Start, die kleinen Lumpen. Das muss man ihnen lassen, die sind schnell. So, okay, okay, okay. Das reicht auf jeden Fall, um das jetzt hier zu machen. Und dann würde ich einfach mal sagen, Freunde, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, das muss ich auch sehr bald angehen. Oh, warte mal, hier kann ich auch nochmal was machen. Da kommen sie nicht ran. Mist. Ja, das ist doof. Okay, es geht nicht anders. Ja, ich muss das nochmal so machen. Da kommen sie natürlich auch nicht ran, weil... Wie denn auch? Ich sehe noch Verbesserungspotenzial in meiner Planung hier und da. Ich gebe es zu. Ja, ich klicke jetzt hier völlig sinnlos Sachen rum. Wir machen jetzt als allererstes das und danach machen wir wieder das. Es ist nur Holz, Leute. Es ist nur Holz. Danke für eure Aufmerksamkeit. 198. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.